Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem FIFA 22 Creator Club Video mit einem zufälligen Verein in einer zufälligen Stadt. Und welche Stadt es sein wird, werden wir jetzt herausfinden, sobald ich auf diesen Link klicke. Es ist Tromsø in Norwegen. Die norwegische Liga habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gespielt in FIFA. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Unser Verein wird Tromsø IS heißen. IS bedeutet quasi Eis, was zu Tromsø passt als nördlichster Verein in der norwegischen Liga. Und unter anderem habe ich das I auch häufig gesehen bei anderen Mannschaften aus der Liga. Das muss natürlich TIS heißen. Und wir werden ein zufälliges Team in der norwegischen Liga ersetzen. Ich halte die Augen geschlossen. Und ersetze. Das kann ich natürlich nicht bringen. Das muss natürlich unser Rivale sein. Es tut mir leid. Ich muss nochmal wiederholen das Ganze. Und es wird FK Haugesund sein. Unser Rivale, wie gesagt, natürlich Tromsø IL. Und ich werde mich bei dem Wappen einfach an dem Wappen orientieren, das auch das Wappen der Stadt ist Tromsø. Und das ist hellblau und weiß. Und hat so ein Rentier drauf. Ich weiß nicht, ob ich sowas finden werde. Also das, was einfach hier am passendsten ist, würde ich mal sagen, ist dieses Logo hier. Mit dem Geweih drauf. Ich finde, das passt sehr, sehr gut. Das werden wir nehmen. Und natürlich hellblau-weiße Trikots. Ich glaube, das hellblau ist cool. Und weiß. Ich glaube, Hummel-Trikots würden passen. Gehen wir mal runter. Hummel. Wir haben nur zwei zur Auswahl hier, ne? Das sind diese beiden. Ich würde als Heimtrikot, denke ich mal, dieses hier nehmen. Und als Tertia-Farbe, meine Güte. Na, da wollen wir ein Grau nehmen, oder? So ein Grau. Kein Schwarz. Ich glaube. Vielleicht sowas hier, die Richtung. Ich denke, das passt gut. Als Nummer können wir, glaube ich, weiß lassen. Das passt. Perfekt. Sehr clean, finde ich. Als Auswärtstrikot nehmen wir mal was Dunkleres. Vielleicht ein dunkelblau. Aber da muss das schon sehr dunkelblau sein. Haben wir ein richtig dunkles Blau? Ja. Und dann als zweites nehmen wir doch wieder das hellblau, ist doch wurscht. Wir nehmen wieder Hummel, natürlich. Ja, ich weiß nicht, doch da ist es zu viel von dem, das würde nicht passen. Da wäre der Unterschied zu gering. Dann lass uns doch schwarz nehmen und hier einen. Oh ja, das ist es, das ist es, das ist ein cooles Blau. Tertian, nehmen wir wieder so ein Grau, oder? So ein Grau. Ja, das passt. Und Nummer wieder weiß. Sehr cool, ich bin sehr happy mit den Trikots. Ich finde ja doch, der Unterschied ist auch groß genug. In meinen Augen zumindest. Wir werden ein kleines Stadion in Tromsø errichten. Und ich habe häufig diese Running Tracks gesehen in Stadien in ja, Nordeuropa, in Skandinavien. Und ich glaube, ich würde mit dem Europark gehen. Umbenennen in das Is. Ja, komm, lass uns so. Is Stadion. Das passt. Weiter geht's mit dem Team. Wir wollen in der einen Saison, die wir jetzt hier spielen werden und hauptsächlich simulieren werden, ja, die Liga gewinnen. Und die besten beiden Teams haben jeweils 2,5 Sterne. Deswegen werden wir es versuchen, mit zwei Sternen hinzubekommen. Das werde ich gleich auch machen. Wir werden erstmal die Vorstandserwartung auf kleinen Verein wechseln. Wir werden ein Transferbudget von
Ah, so 2 Millionen oder so wären, glaube ich, ganz angenehm gewesen. Ich sag mal, wir kommen. 5 Millionen, dafür eben nur 2 Sterne und direkt mit dem Ziel, Meister zu werden. Mannschaftsaltar. Gehen wir einfach mal ausgeglichen. Und wir haben ein 3-4-3. Sehr spannende Formation. Mit spannend meine ich, naja, hätte vielleicht uns besser treffen können. Lass uns mal das Team so im Schnelldurchlauf. Wir werden es gleich noch mal ein bisschen genauer anschauen. Unser besten Spieler, ja, sind Martinsen, 31 Jahre. Das ist natürlich schon mal ein Alter. Christensen, 29, auch Norweger. Noch ein Christensen. Ja, Brüder, ich denke mal eher weniger. 26 immerhin. Noch einen 28-jährigen Edvardsen. Einen 24-jährigen Andersen. Und wir haben ein großes Talent direkt in die Jugendakademie bekommen. Daniel Madsen. Wird natürlich jetzt na, ja, uns nicht so viel bringen in der einen Saison, aber ich denke mal, als Ersatzstürmer hat er es auf jeden Fall verdient, in unser Team zu kommen. Und da wir noch ein wenig ja, spielerische Qualität auf der Innenverteidigerposition brauchten, habe ich gesagt, wir machen mal ein Angebot für Christoph Kobold und werden jetzt hier direkt mal in die Vertragsverhandlung gehen. 4 Jahre ist mir relativ wurscht. Wir werden nur eine Saison spielen. Freigabesumme brauche ich auch nicht. Gehalt 5.900 bekommt er gerade. Ich kann, glaube ich, ein bisschen niedriger gehen sogar. Glaube ich, das sollte vielleicht sogar direkt annehmen. So sieht's aus. Wir haben unseren ersten Transfer. Der Österreicher Christoph Kobold ist jetzt bei Tromso. Und wir haben unsere beiden Transfers, die ich auf jeden Fall tätigen wollte. Und uns auf zwei wichtigen Positionen verstärkt, wo wir ja genau diese Verstärkung gebraucht haben. Und ich würde sagen, wir simulieren ein bisschen in die Saison rein und alle wichtigen Spiele werden wir anspielen. Und wir simulieren gerade bis zu unserem ersten Derby gegen Tromso, IL. Zwei Unentschieden in den ersten beiden Spielen. Drei. Vier. Ich werde nicht mehr. Vier auf einmal. Fünf. Jetzt hör auf. Sechs. Ist es nicht. Ist jetzt nicht. Wir haben es geschafft, in den ersten 6 Spielen 6 Unentschieden rausholen. Das ist auch eine Leistung. Unser erstes Derby. Tromso erst gegen Tromso IL. Ja, ein Duell, das sich leider tatsächlich eher so im Tabellenkeller abspielt. Ich hoffe, wir schaffen noch die Wende. Ich meine, das ist ja auch kein einziges Spiel verloren. Man kann es auch positiv sehen. Und der Ball nach vorne direkt. Ah. Ja, Ali. Schade, schöner Versuch. Und was ein schöner Ball durch zu Andersen. Kommt nicht ganz so schnell dran. Ah, der Ball war nicht so gut. Eieiei. Vielleicht umso besser für den Angriff. Wieder Andersen durchgekommen. Andersen. Okay. Das ist belastend. Kommen noch nicht so ganz hinten mit. Da vielleicht der Pass. Uiuiui. Schöne Aktion aber. Von Ali vor allem. Jetzt nochmal die Möglichkeit. Nochmal eine sehr schöne Möglichkeit. Ja, wir hatten einige sehr schöne und auch vielversprechende Aktionen in der ersten Halbzeit. Leider kein Tor, aber wir werden mit einer unveränderten Elf in die zweite Hälfte reinstarten. Jetzt vielleicht. Jetzt vielleicht. Sehr schöner Ball durch. Und der Abschluss war es nicht. Und das ist natürlich nicht das, was wir sehen wollen von einem Meisterkandidaten. Und wir kassieren das Gegentor. Wir sind einfach hinten viel zu offen. Und wir verlieren gegen Tromso IL. Sehr, sehr schade. Und wir simulieren weiter bis zur Sommertransferperiode. Wir sind weiterhin im Pokal. Jetzt kommen, ja, zwei Siegereien, aber auch zwei Niederlagen. Das sieht gar nicht gut aus. Vielleicht wird unser neues Ziel ja doch eher der Pokal sein.
Wir sitzen auf dem 11. Platz mit gerade mal 13 Punkten. Ich denke, die Meisterschaft ist wohl erstmal ja, abgeschrieben. Wir werden versuchen, uns so ein bisschen wieder zu erholen von dem Ganzen und vielleicht noch in den internationalen Platz auf Platz 3 oder so zu kommen. Aber wir versuchen es, denke ich mal, im Pokal, ja, im Pokal mit einem Sieg. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen in der Transferperiode simuliert und dort haben wir noch mal ein paar sehr gute Ergebnisse erreicht. Ein paar Spieler verkauft. Und wir sind momentan auf Platz 3 tatsächlich. Also, ja, doch, relativ gut gelaufen. Und jetzt spielen wir im Pokal gegen Molde. Molde FK ist noch mal kurz in die Liga geguckt. Auf dem 6. Platz. Also, denke ich mal, ein faires Spiel. Wir müssen auf jeden Fall eine ganze Menge rotieren. Ich hoffe, dass wir es trotzdem schaffen werden, gegen Molde FK mitzuhalten zu können. Falls nicht, die Liga ist immer noch ja, ein Ziel, das wir mit anvisieren können. Molde ist auf jeden Fall ganz stark dabei. Versuchen viel. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt müssen wir eine Lösung finden, was wir. Ja. Sehr schön von Ali. Und der Ball kommt rein. Sehr schade. Schöner Ball von Ali. Wow, sehr stark von Möller. Ah, der Ball kam aber nicht so gut. Nein, im Leben nicht. Im Leben nicht. Das war nie und nimmer ein Elfmeter. Oh nein. Oh nein. Und da jetzt vielleicht die Chance. Das ist Außennetz. Matzen. Aus der Jugend der Stimme. Das war eine Riesenchance wieder. Und wir machen erstmal genauso weiter in der zweiten Hälfte. Ali über rechts. Ali über. Oh mein Gott. Der norwegische Messi. Pass komplett bis zum Tor. Er hätte vielleicht nochmal ordentlich abspielen sollen. Schön geblockt. Oh, nein. Ja. Das sieht ganz schön schlecht aus. Jetzt meine Hoffnung auf Ali. Das Dribbeltalent auf rechts außen. Aber es bietet sich auch keiner an. Was willst du denn da tun? Madsen. Madsen kommt durch. Madsen mit dem Schuss. Ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Madsen. Wir haben so gute Chancen. Aber die Chancenverwertung ist echt grauenhaft. Bisher noch kein einziges Tor. So verspielen wir uns das hier. Und das war es dann komplett. Wir sind aus dem Pokal raus. 200%. Sehr, sehr schade, aber wir versuchen jetzt noch in der Liga etwas zu reißen. Wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Ich werde es nicht. Nein, nein. Jetzt werden wir aber hier richtig vorgeführt. Ja, wir sind aus dem Pokal raus. Und ich würde sagen, wir versuchen es doch wieder mit der Liga. Ich habe vor, noch genau zwei Spiele zu spielen in dieser Saison. Und zwar jetzt gleich gegen FK Rosenborg. Und dann das allerletzte Spiel der Saison wird nochmal gegen unseren Rivalen Tromsø IL sein. Diese beiden Spiele werde ich spielen. Erstmal jetzt hier gegen Rosenborg. Sie sind auf dem ersten. Wir sind auf dem dritten. 7 Punkte dahinter. Also ein Spitzenduell und ich hoffe, wir können endlich mal einen Sieg erringen und auch mal ein paar Tore schießen. Und damit starten wir rein in ein ja sehr, sehr wichtiges Spiel bei uns in der Liga gegen Rosenborg. Auf der Linie gerettet, ich glaub's nicht. Ah, Ali. Ali kommt dran. Direkter Ball in die Mitte. Sehr schön über Mikkelsen.
erste Chance. Christensen. Ball über außen auf Hose. Und super von Christensen. Und da kassieren wir das Tor. Direkt. Vorabpfiff. Zur Halbzeit. Sehr, sehr, sehr belassen. Ali wieder über außen. Aber wieder nicht viel Möglichkeiten daraus, was zu machen. Der schießt direkt, oder? Ja. Ui, die Latte getroffen. Was macht Isaksen im Tor dort? Das ist die Frage, die wir uns gerade alle stellen. Ali über außen. Jetzt aber, jetzt aber. Da ist es endlich. Andersen. Andersen mit dem Anschlusstreffer. Nach wieder wunderbarer Vorarbeit von Ali. Boah. Ganz, ganz raffinierter Junge. Vielleicht geht da ja noch was. Zumindest ein Ausgleich. Ali zieht mal in die Mitte. Pass auf Andersen. Andersen. Schade. Ja, sehr, sehr schöner Ball auf Edvardsen. Er ist scheinbar nicht schnell genug, vielleicht aber dribbelstark genug. Nur den Pfosten. Mutiger Ball. Aber es hat funktioniert. Edvardsen zieht in die Mitte. Edvardsen, das war Andersen, ne? Andersen muss es gewesen sein, eigentlich. Ja, Andersen. Wir wollen es in Ausgleich und es ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Vielleicht holen wir uns noch das 3-2. Nur noch 4 Minuten zu spielen, regulär. Ah, die Situation kennen wir so ähnlich. Und jetzt Marzen ist es eingewechselt. Marzen, der hat die Frische. Der hat die Frische, aber nicht den Abschluss. Wir holen nochmal eine Ecke raus. Nee, das war nix. Der war nicht im Abseits. Der war nicht im Abseits, ne? Oh, ey, ey. Das darf es nicht sein. Abpfiff bei 2 gegen den Tabellenersten. Na, immerhin. Und wir simulieren bis zum Saisonende. Wir holen nochmal einen Sieg. Noch einen zweiten Sieg. Vielleicht ist der zweite Platz noch drin. Und tatsächlich, rein theoretisch, ist er noch drin. Der erste, ja, den hätten wir uns vielleicht noch erarbeiten können mit einem Sieg gegen Rosenborg. So ist es natürlich schwierig. Wir haben sehr viel Unentschieden geholt in der Saison. Und es ist das letzte Spiel der Saison. Wir können rein theoretisch noch auf den zweiten Platz vorrücken. Der erste leider nicht drin gewesen. Haben wir ein bisschen was hier verschenkt. Aber es war knapp. Edvardsen kommt irgendwie an den Ball hier ran. Kommt irgendwie an den Ball hier ran. Spielt eine komische Flanke, aber wird gefault dabei. Und das gibt Freistoß. Können wir da vielleicht rankommen? Nein, leider nicht. Schöner Ball auf Ali. Der Pass in den Rückraum. Und noch ganz viel Gestocher. Andersen mit dem 1-0. Andersen. Oh. Die Fahne des Rivalen. Geboxt. Nochmal rüber. Und aus dem Rückraum. Super schön. Mikkelsen. Wieso hält der Torwart den nicht fest? Schade, dass wir nichts daraus machen können. Ali mit dem Eckball. Nochmal Edvardsen über links. Und wieder auf Mikkelsen. Der wieder reinziehen kann. Christensen. Da war nicht genug Schärfe hinter. Das gibt sich wieder direkt vor der Halbzeit. Der Ausgleich.
Drum so, IL, kommt ran. Auf geht's in die zweite Hälfte des letzten Spiels der Saison. Und das war eindeutig ein Foul an Ali. Mal gucken, was wir mit diesem Freistoß vielleicht erreichen können. Ganz viele Leute da. Und der Ball geht rein. Kein Abseits. Es sieht so aus. Ich kann es nicht glauben. Da haben sich unsere Gegner, glaube ich, ein bisschen verkalkuliert. Mikkelsen war das wohl am Ende. Ein stark getretener Freistoß. Und Mikkelsen komplett frei mit dem Nachschuss. Schönes Ding. Der Ball. Stu Andersen. Kommt durch. Andersen. Und er. Ich weiß nicht, was das ist mit Andersen und den Großchancen, aber irgendwie. Es scheint nicht zu wollen. Jetzt müssen wir aufpassen. Layun. Layun ist da. Die Sachsen hält. Oh je, 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 je. Nein. Der Ausgleich. Ali über außen. Wir kennen das Spiel. Nimmt damit zwei, drei Leuten auf. Eigentlich sollte auf der anderen Seite sein Platz sein, aber es funktioniert nicht so ganz. Und Ali. Kommt durch. Ali. Ach, das war zu viel. Können nicht alle Last auf Alis Schultern abladen. Wie ist Madsen so frei und er schießt nicht? Du machst mich fertig, Junge. Da müssen wir an den Ball, da müssen wir Zugriff kriegen. Stark. Und es sieht nicht unbedingt danach aus, als könnten wir hier noch einen Angriff starten. Es sieht eher umgekehrt aus. Es sieht gefährlich für uns aus und das war's. Ja, ein etwas bitteres Ende, wenn wir ehrlich sind. Nur das Unentschieden bekommen hier nochmal gegen den Stadtrivalen. Da wäre ein bisschen mehr drin gewesen auf jeden Fall. Ja, hier ist die Abschlusstabelle. So haben wir diese Saison mit Tromsø IS abgeschlossen. Auf dem dritten Platz. Ja, mit einem 6-Punkte-Vorsprung auf jeden Fall auf den vierten Platz. Das heißt, nächste Saison wäre dann tatsächlich wahrscheinlich international. Aber wie gesagt, hätte man vielleicht ein bisschen mehr noch rausholen können. Bisschen schade, aber auch kein so schlechtes Ergebnis. 2 Punkte nur hinter Rosenborg. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich schon darauf, einen weiteren Verein aus einer weiteren Stadt demnächst auch auf die gleiche Art und Weise spielen zu können und vielleicht eine neue Challenge mehr auszudenken. Andersen ist Torschützenkönig geworden. Ali auch mit 12 Toren sehr stark. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch mal in der norwegischen Liga zu spielen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, macht's gut und bye bye.